Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Sonntagsfahrer-Video hier wieder im Konvoi in Euro Truck Simulator 2. Wie ihr am Namensschild sehen könnt, bin ich nicht alleine, sondern der Lavan ist mit dabei. Und wir stehen hier in Genzer und fahren Richtung Stettin. Ja, hallo. Und dann würde ich sagen, willst du vorfahren? Darf ich kein Gebet, lass dir gerne den Fortschritt, 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 wollte ich Fortschritt. sagen. Ja, genau. Den Fortschritt lasse ich dir auch. Fortschrittliche Gesellschaft. So. Du, heute mit einem Mercedes starten wir erstmal. Wir haben ja noch keine eigenen Trucks. Also wir fahren erstmal nur mit den geliehenen. Genau. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. M war das. Warte mal. Ich muss auf jeden Fall gleich mal den Sound, weil wir vorhin ein bisschen was am Sound geändert haben. Ich schalte erstmal den Spielsound wieder leiser bei mir. Schon wieder leiser. Ja, ich habe letzte Folge ja schon öfter leiser geschaltet, aber. Du, ich brauche ja, du brauchst. Ich wollte gerade sagen, du brauchst eh noch ein bisschen, bis du rüber gefahren bist, aber jetzt bist du schon verschwunden. Ich komme sofort nach. Alles So. klar. Ich fahre übrigens leere Paletten, also sehr heiße Ware. Wollte ich gerade sagen. Ist immer schön, wenn du bei leeren Paletten irgendwie so ein so der Kunde erwartet den Auftrag sehr bald und du immer so, ja, haben die keine Paletten vor Ort oder was? Also die liegen ja überall rum. Vermutlich So. nicht. Ah, da bin ich gespawnt. Was ist gespawnt? Ich sagte, da bist du gespawnt. Was fährst du denn? Volvo, ne? Renault. Ach, Renault. Der ist von der Seite aus wie. Wobei, nee, nevermind. Sind das eigentlich Volvo ist ja doch ein bisschen Original? anders. Ich glaube, es sind keine Originalmarken auf den Trailern, ne? Na gut, die haben ja eh kein. ETS hat eh nicht Originalmarken. Nee, wir könnten sie prinzipiell rein modden, aber. Muss ja jetzt nicht so zwingend sein, ne? Kann man später immer noch alles machen. Eben. Natürlich jetzt auch praktisch, dass wir ihn direkt danach nochmal aufnehmen. Ohne irgendwie zu wissen, wie gut es ankam und so weiter und so fort. Was man noch gerne Ja, sehen möchte. so ein paar Folgen können wir hintereinander erstmal aufnehmen, habe ich gedacht. Zumindest Ja. zwei hätten wir erstmal. Ich weiß, dass die TSW-Folgen ein bisschen besser damals, glaube ich, ankamen als die Sonntagsfahrer-TSW-Folgen. Die machen wir bestimmt auch mal wieder. Aber wir wollten halt diesen Modus mal ausprobieren, weil wir sind ihn noch bisher noch gar nicht gefahren hier im Spiel selber, diesen Multiplayer. Hallo, Vorfahrt gewähren. So, Penner. und ich. Muss Hui, nochmal. hui, hui. Die KI hier wieder. Ja, die KI ist witzig in dem Spiel. Oh, ich muss aber sagen, der Blinker-Sound vom Actros ist sehr geil. Ich habe da irgendwie auch so ein Faible vor, dass ich echt darauf achte, wie die Blinker-Sounds sind. Ach, Wunderbar. Renault-Lied finde ich. Ich mochte den, aber den Iveco mag ich ja eh nicht so gerne. Aber dieser. Der Iveco ist so richtig langsam, so. Ich weiß nicht, klingt so hart und so langsam, keine Ahnung. Ist Eine nicht sehr meins. schöne Iveco-Imitation. Ja. Kann mich auch buchen. Iveco Blinker für Kindergeburtstag oder so. Ich kann den Der Iveco Blinker perfekt Iveco-Blinker nachmachen. für Kindergeburtstag ist auch ein Ja, guter warum Sound. nicht? Mama, krieg ich eine PlayStation? Nein, du kriegst den Typen, der irgendwelche Iveco-Blinkergeräusche nachmachen kann. Ich fahre jetzt einfach mal gerade ohne, also weil ich ja kein Navi im Truck selber drin habe, fahre ich jetzt einfach mal komplett ohne Navi. Ja, cool. Und nur mit dem beblendeten Map ab und zu mal. Geht auch. Nächste rechts raus und dann links.
Dann will ich auch mal was Neues probieren, ne? Sagt ja, ja na, das wollt hier ihr auch noch fast fahren, schon. oder? Ja, gut, der zieht jetzt natürlich durch. Jetzt blockiere ich hier halb die Kreuzung. Es war auch nicht die feine Englisch, dass ich dann da raus, halb rausgezogen bin. Ich habe auch nicht gedacht, dass die jahrelang brauchen, ehrlich gesagt. Ja, der Seidenspinner hatte schon, ist jetzt schon ein ganz schöner Zahn weit vorne, eine ganz schöne Ecke weit vorne. Ganz schön zahnweit vorne ist auch eine schöne Das ist, die habe ich gerade mal erfunden, Formulierung. die Redewendung. Sagt eigentlich eher, man hat einen Zahn zugelegt, aber ganz schön Zahn weit vorne ist so eine Mischung aus Zahn zugelegt und Ecke weit vorne. Eine ganz schöne Ecke weit vorne. Leider keine Züge zu sehen hier auf der Bahnstrecke. Nur stehende halt, ne? Ich mache jetzt, ziehe jetzt hier auch durch. Müssen wir direkt wieder raus? Ja, ne? Stimmt, wir müssen nach Stettin. Dann kann ich hier nicht auch durchziehen. Ich habe so einen Russen vor mir. Zumindest dürfte das Kyrillisch sein, da vor mir. Oder Griechen. Die haben auch so eine Schrift. Kann ich nicht unterscheiden, ehrlich gesagt, welche Schrift von wem ist. Ach, wir fahren Landstraße. Kannst du nicht sagen, ja. Zumindest für den ersten Abschnitt. Danach glaube ich wieder Autobahn. Oh, sehr gut. Ach, rechts, Rechtsecke Oh. ist richtig eklig einzusehen hier an der Kreuzung. Ja. Kleiner Wo Tipp. bist du? Nicht auf Ja. der Landstraße den Bildschirm, den Blick vom Monitor wegnehmen. Was hast du gemacht? Ich Ich. komme nicht eilig, ich will das sehen. Es ist zu spät, ich bin schon weitergefahren. Ich habe jetzt 3% am Trailer und 19% an der Fracht, weil ich komplett gegen. Also ich würde mal sagen, der Strom erfließt nicht mehr. Ach, da haben wir sie gegen gedonnert. Schön, nochmal Landstraße fahren mag ich ja auch immer sehr gerne. Ist jetzt wirklich mein LKW. Und das Geld ist ja auch nicht so wichtig. Wieso? Wir wollen auch später uns schöne, passende LKWs Ja. kaufen. Ich kann ja auch einen Kredit nehmen, so ist es ja nicht. Auch wahr. Dann endest du so wie ich in meinem Let's Play-Projekt, wo ich ewig keine Kohle hatte, ewig nur Kredite und ewig nur Geld hinterher gefahren bin. Und es eigentlich, wenn ich weitermachen würde, wahrscheinlich immer noch tun würde. Ja, so bin ich, ist es ja bei mir auch fast beim Hauptprofil, ne? Also. Ja. Nach dem Unfall und nachdem ich dann den Unfall hatte und mich abschleppen ließ, reparieren ließ, dann den Auftrag abgebrochen habe, wo ich dann nochmal 12.000 zahlen musste. Bist du das? Ich bin da der. Okay. Wer würde dir sonst so nahe auffahren? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich habe offenbar eine Menge zu ziehen mit 22 Tonnen leeren Paletten. Ich hab 14. Ja gut, deswegen bin ich auch ein bisschen schneller. Obwohl, er hat aber bei dieser Steigung schon Ja, etwas. und gleich Motorfehlfunktion, ich sehe es schon kommen. Deswegen. Von 19%? Warum nicht? Es Hat er schon so eine Meldung bei dir drin? leuchtet orange. Achtung, Werkstatt aussuchen. Also Ah, okay, ja gut, Achtung und dann. dann so ein Schraubendreher, Zieher. Aber dann kann wirklich was passieren, glaube ich. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob ich es bis Stettin schaffe. Wundert mich, dass mich noch keine KI hier überholt hat. Aber es kommt auch nichts von vorne gerade. Ganz komisch, ne? Eine KI nicht. Ich fahre jetzt gerade mal einen kurzen Zeitraum
nur rangezoomt gefahren mit der Kamera. Heißt, man hat gerade nichts gesehen. Ah, da kommst du. Du hast sie gespawnt. Und gleich driftet sie mich rein. Ja, driften kann sie gut, haben wir letzte Folge festgestellt. Aber das will ich nur mal sehen, wie du den driftende KI hast. Das will ich auf jeden Fall nochmal angucken. Und mir gefällt die Landstraße hier aber auch gerade. Aber wie gesagt, es gibt ja auch keine langweiligen Straßen mehr irgendwie gefühlt in. Wahrscheinlich so in. Es gibt ja in Österreich noch ein paar alte Gebiete, glaube ich. Aber das ist schon alles sehr, sehr schön. Achtung, hier ist eine Baustelle, wird es ein bisschen eng. Ja, mit eng kenne ich mich aus. Und die Polizei hat nichts gesagt, dass ich gerade mit 90 in der 60er-Zone dran vorbeigedonnert bin. Okay. Glück gehabt. Vielleicht war ich zu schnell für die Polizei. Ich sollte mal ein bisschen langsamer fahren. Oh, jetzt hat sie was gesagt. Oh, 320 Euro. Wow. Ist das nicht? Ups. Ich wollte gerade bremsen. Motorfehlfunktion. Wir fahren aber auch, ja, mega viele Polizeiautos. Ja, ich habe 120 Euro. Warst du schnell? Ja. Aber ich weiß, warum ich so schnell war. Weil ich nicht runtergebremst wurde vom LKW, weil ich eine Motorfehlfunktion hatte. Ah, okay. Nee, ich war, aber du hast mir jetzt keine 320 gezahlt, aber was war? Gut, ich bin mit 90 durch die 60er-Zone gedonnert. Das ist, ich glaube, beim Berufskraftfahrer wärst du da erstmal ein paar Monate deinen Führerschein los. Mit einem LKW. Ich glaube, 320 Euro wärst du aber, ist es damit getan mit 300? Obwohl, Deutschland wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich beschäftige mich nicht mehr damit, seit ich kein Auto mehr fahre, aber ich krieg nur mit, dass da relativ viel, passiert. Ja. Also das ist irgendwie einer so ein das da sollte doch geändert werden, irgendwie die Straßen die Regeln des Straßenverkehrs, ich kann nicht mehr reden. Da oben war übrigens gerade ein Zug. Auf den hatte ich mich konzentriert, da kann ich nicht mehr. Den sehe ich auch. Cool. Aber ich habe wenn ich Züge sehe, dann kann ich mich nicht mehr aufs Reden konzentrieren. So. Wir fahren jetzt hier gleich, glaube ich, gleich in der Kolonne, wenn ich da aufhole. Vorne. Aber das ist schon fast da. Kann ich ja bald wieder mit einem reparierten LKW fahren. Was kannst du? Ach, mit reparierten, ja, logisch. Ja. Ah, da hat jemand auch meinen Truck. Ich frage mich echt, warum die KI bei mir da eben gedriftet ist oder teilweise auch so ein bisschen am Rumlecken war. Ich meine. Du bist der Host. Eben. Und wir beide haben eigentlich eine genügende Leitung und auch genügend gute Latenz, dass es nicht passieren sollte. Also keine Ahnung. Er hat vorhin 30 Millisekunden gesagt oder so. So, ab und zu habe ich mal so einen kleinen Stotter da drin, aber das ist dann völlig in Ordnung. Das hat man im Multiplayer bei ETS auch immer gehabt. Ja. Wie weit bist du denn hinter mir? Ich glaube nicht weit. Wie viele Kilometer hast du noch? Alter! Ach nee, der ist biegt ab. Ich dachte gerade, der hat den voll den Weg abgeschnitten. Alles gut. 46 Kilometer noch. Ja. Das sah gerade so aus, als wäre dieser Leiterwagen da voll von dem Autolack gefahren. Aber der ist rechts abgebogen, das habe ich nicht gesehen. Was ist das Kilometer? Ich habe mich zugehört. 43? Ich bin direkt hinter dir. Ach, du bist richtig hinter mir. Sehr gut. Zum Glück nichts auf der Ausfahrt rausgeschossen. Ach, hast du ein bisschen die beiden Spuren genutzt? Nee. Aber
Man weiß ja nie, wie die KI jetzt hier gerade fährt. Vielleicht driften sie ja doch zu mir. Das Driften ist des Fahrers Lust. Ich glaube, das kennt keiner. Also wenn das kennt, der kriegt von mir einen Preis. Das ist so uralt. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Ich habe mal mit dem Gambit damals noch zusammen so ein Need for Speed Let's Play aufgenommen. Und da mussten wir immer für so eine bestimmte Aufgabe ganz viel rumdriften. Und ich habe dann daraus das Lied gedichtet, das Driften ist des Fahrers Lust. Wahnsinn, ich schaffe sogar tatsächlich noch 80 km pro Stunde. Dann könnte eigentlich schon gedrosselt werden, auf ein bisschen weiter runter, aber ich glaube, es kommt auch eher ein bisschen später. Ja, dafür bist du noch, glaube ich, noch nicht kaputt genug. Meinst du? Ja, das klingt an, ist gut. Also ich meinte jetzt, dein LKW ist nicht kaputt genug. Ja, das ist mir schon klar. Bei dir bin ich so lieb. Okay. Willkommen in Stettin. Wo sind wir gerade über die Grenze gefahren? Kaputt genug. Also dass du kaputt bist, ist mir schon klar, aber dein LKW nicht so möglich. Ja, genau. Ich habe gar nicht gesehen, ob wir über die Grenze gefahren sind, er gerade, ehrlich gesagt. Wir waren gerade eben da nach der Tanke. Ja, so ab und zu ich finde auch, find auch witzig, dass wir gerade kurz reingefahren sind und dann eine kurze Zeit nur 50 fahren durften und plötzlich wieder hoch auf 80. Ist auch interessant hier bei Stettin. Wahrscheinlich auch nicht so ganz richtig, denke ich. Denke ich auch, weil ich bin gerade mitten in der Stadt und darf immer noch 80. So. Und ich glaube, auf den Kreisverkehr sollte man nicht mit 80 zudonnern. Ist aber auch nur so ein Gefühl. Ich habe keinen Bock, den einzuparken. So. Dann muss ich diesmal einparken, rückwärts einparken. Ich bin schon abgesattelt. %. Was hast du mitgenommen? Bin ich ein bisschen zu spät bei zum Schwingen gekommen. Das war schon mal besser, bevor wir es einparken. Aber zählt. Nimmt er an, passt. Bisschen rechts drall. Ja, ist immer noch besser als bei mir meistens. Ausgezeichnet. Ladung 3%, Trailer 3%, LKW 20%, ausgezeichnet. Läuft. Also die Kunden interessieren, ob die Warung ankommt. Du musst ja eh nichts für die LKW bezahlen, also. Viel hat sie ja nicht geschadet. So. So, ich guck mal schon mal, was wir an Aufträgen gleich haben. Ich kann nur nach Dresden oder Rostock. Bist du Stufe 3 jetzt? Nee, warte, ich bin Stufe 2 jetzt. Geh auch mal auf Fernfahrten. Bin ich. Also, das 2 jetzt in Fernfahrten, ne? Oder? Ich habe zweimal auf Fährfahrten gemacht. Sehr gut. Weiter. Also ich guck mal, ob wir von Stettin irgendwie weiterkommen. Ich komme nach Rostock. Gut, wo kommen wir her? Magdeburg, Kopenhagen. Magdeburg? Ich habe nur Rostock und Dresden. Wollen wir mal gucken. Eigentlich wollte ich immer da weitermachen, wo wir letztes Mal waren, aber wir können ja auch mal mit den anderen wieder gucken. Ne? Aber. Ups. Moment. Magdeburg ist da. Ja, wir könnten. Magdeburg ist, glaube ich, also das wäre ja totaler Umweg, wenn du nach Dresden fährst. Wenn du Berlin hättest, könnten.
Aber das ist ja auch doof, da musst du ganz lange warten. Nee, lass uns mal einen anderen Auftrag suchen. Das können wir später machen, wenn wir wirklich LKWs haben. Lass uns mal in Hamburg gucken, ob wir da was finden. Ich wollte eigentlich immer so sagen, dass wir dann den Auftrag da auch weitermachen, weißt du? Ja. Aber passt schon. So, in Hamburg hätte ich Gröningen, Kassel, Magdeburg, Osnabrück, Kiel. Irgendwas davon? Was nochmal? Gröningen, Magdeburg, Osnabrück, Kiel, Kassel. Groningen habe ich auch, Osnabrück habe ich auch, Kiel habe Dann ich lass uns auch. doch mal. Dann lass uns doch mal an die Niederlande rüberfahren, würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen. Gut. Leberwurst. Ich habe Baumstämme. Nicht Apropos ganz so rum, Niederlande, aber okay. bei mir zeigt er auch gerade das dieses wunderschöne, diese Autobahn übers Meer. Fahren wir da rüber? Kann sogar sein. Richtung Groningen? Doch. Ach, wir spawnen direkt nebeneinander. Echt? Doch. Krass. Ja, du bist links von mir. Praktisch. Das ist ja praktisch. Das fahre ich überhaupt ein MP4. MP5 gibt es ja, glaube ich, noch nicht. Was ist noch nicht? Ein MP5 gibt es ja noch nicht. Von einem Mercedes. Nee, Dann wieder leider noch nicht. mäßig. So, dann fahren Sie mal vor. 287 Kilometer läuft. 87 Polizei. Kilometer? 287. Hab ich bis 287 klingt schon realistischer. Ich habe Euro 296. Goodies. Ich dachte, 87 Kilometer war ein bisschen schnell. Ah, nicht ganz. Vielleicht beim nächsten Mal. Hallo Putzilei. Ich werde nachher so einen Spaß haben beim Schnitt, weil ich die ganze Zeit hier umstelle. Vom Sound. Aber passt schon. Ich werde auch Spaß haben bei der Drift-Szene. Bleibe auch lieber direkt mal links. Und dann gleich wieder rechts. Immer dieses Hin und Her hier wieder. Ja. Keine Polizei in der Nähe. Sorry. Hi. Ich mach mal eine zweite Abbiegerspur auf, ne? Ja, mach das. Nee, ich hab den hätte ich den hätte ich nicht mehr runtergekriegt zu bremsen. Da war ich ein bisschen schnell für. Ich sehe die Ampel nicht. Ah, jetzt Screen. Ja, geht. Geh, du fährst los. Dankeschön. Alter, ach du fährst hier, du ordnest dich rechts ein. Ich dachte, wir fahren jetzt so schön nebeneinander. Ja. Ach so, ja, wir müssen rechts abbiegen, deswegen. Auch wahr. Ich fahre da schon ein bisschen vorausschauen jetzt in diesem Fall. Ist auch besser. So. Dann jetzt auf A1. Der wird diesmal eine ganz schöne Ecke folgen. Ach ja. Kurvig. Ich bin auch echt mal gespannt, was so alles noch in so in diesem Jahr rauskommt. Abgesehen vom Heart of Russia DLC. Hier dieses polnische Zugsimulator ist ja auch noch nicht, immer noch nicht draußen. Stimmt. Aber immerhin habe ich es hinbekommen, dass na, der Rechner hier zumindest steht. Das was steht? Dass der Rechner hier steht, bevor Ja, das okay, kommt. gut. Das war ja schon so ein bisschen. Die Symbole sind halt sehr, sehr klein. Mal gucken, ob ich dort mit klarkomme. Aber das ist meine Blindheit Also die geschuldet. Symbole. Wie bitte?
Ach, das, da meinst du die Symbole, okay. Ja. Ich dachte jetzt gerade hier, aber... Nö, das geht. So. Ach, wir wollten nach Verkehr gucken, fällt mir gerade ein. Nach Verkehr? Mehr, wird hier auf Autobahn. Mehr, bisschen mehr Verkehr auf der Autobahn hier. Ach, den Verkehr. Was für ein Verkehr, was hast du denn jetzt gedacht? Ja. Schön. Mit der Vorbeifahrt. Man sieht, dass du vorbeifahrt. Oh Gott! da wurde ich plötzlich rausgeworfen, also Vorbeifahrt. Das ist wieder so ein Schleicher. Ja, und der andere. Der lässt mich nicht rüber. Komm, hau ab. Einmal auf der linken Spur, der andere schleicht. Ach, auf der linken vor allem, auf der mittleren Spur, der andere schleicht nämlich auch. Der Kollege hier. 5 Tonnen habe ich nochmal. 17 Tonnen Leberwurst, ja, ich komme ganz gut voran. Ich glaube, ich habe mehr. Mit dem Holz? Guck mal eben nach. 22 Tonnen. Hat er jetzt gerade gebremst oder geblinkt, der hier Milch-LKW oder was auch immer der fährt? Oder Rindfleisch wahrscheinlich. Kurz aus, ob er blinken würde. Oh, schönes Elefantenrennen mit Vorbeifahrt. Also in der Vorbeifahrt komme ich gar nicht an ihm vorbei. Hm. Realität? Auch nicht so wirklich. Warum gibt denn der Gas? Egal. Jetzt fährt er wirklich genauso schnell wie ich. Ah, nicht ganz. Vielleicht 0,5 Kilometer pro Stunde weniger. Wie schnell bist du denn? 83. Okay, der ist jetzt... Jetzt fährt er 84. Jetzt fährt er wieder 82. Okay, jetzt hat er abgebremst. Nee, ich fahr auch schneller. Ich fahr 88. Ach, jetzt wollte ich gerade die dritte Spur aufmachen für LKWs, was man überhaupt nicht macht. Ach, herrlich. Einfach mal hier die Autobahn mit 3 LKWs nebeneinander blockieren. Sehr schön. Alter, das ist aber knapp. Jetzt mal wirklich. Also wenn das jetzt hier irgendwie so ein Dashcam-YouTuber gewesen wäre, du wärst im Clip gelandet, so knapp, wie du gerade reingezogen bist. Ich bin neben dir, ne? Nicht so weit auf meiner Seite, bitte. Ich bieg mal rechts ab, ne? Mhm. Okay, schau, ach, du bist nicht rechts raus. Ich hab gehofft, dass du... Den Blinker links siehst und ein bisschen Panik bekommst, nee, weil ich... Ach so, weil du einfach rüberziehst. Ich hab links geblinkt und gesagt, ich biege rechts ab, aber... Oh, das war aber auch ein Klapperschwenker. Meiner? Ja. Ich hatte... Das habe ich schon erkannt vorhin, die Situation, weil du den anderen da drauf gelassen hast. Falls du diesmal uns... Bei Dreieck Sur sind wir. Wo sind wir? Dreieck Sur oder so. Kann sie uns ja nicht mehr. Kennst du das? Nö, aber stand gerade auf dem Schild. Also finde ich halt auch viel mehr Atmosphäre, wenn die ganzen kleinen Ortschaften, die dann irgendwo in der Nähe liegen, auch mit auf dem Schild anstehen, weißt du? Mhm. Ein bisschen abbiegen, okay. Abrichtung Amsterdam. Die 28. Und dann geht's gleich von der A28 runter auf die A31, der dann zur A7 wird. Okay. Ich hoffe, wir fahren über diese Autobahn übers Meer. Nee, das ist glaube ich zwischen Groningen und Rotterdam, oder? Also die A7 war es auf jeden Fall, weil ich hatte vorhin das Bild davon, da stand rechts oben. Netherlands A7. Ja, das ist zwischen. Nee, das ist zwischen Groningen und Amsterdam. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Auf der Karte dürfte zumindest zwischen Groningen und Amsterdam sein. Warum fahre ich ja die ganze Zeit 90? Vielleicht kommen wir da ja auch gleich da noch hin, wer weiß. Ja, ich fahre die ganze Zeit 90. Ich hab so. Keine Ahnung warum, ich bin Raser heute.
Fahr mal Strich 80, mal gucken, ob du rankommst. Ich bin jetzt auch, ich habe hier keinen Retarder drin, also ich, deswegen, wenn es bergab geht, dann Kasseler Berge wäre lustig. Die müssten wir auch nochmal fahren, die Kasseler Berge. Oh, Kreuz Oldenburg West schon da, glaube ich, gerade an. Bei deiner Hut? Ja, bei meiner Hut. Ja, genau. Kurzen Abstecher nochmal. Hut und Abstecher beabsichtigt? Nee. Ich glaube, hier sollte man nicht mit 80 durchfahren. Also, mit 80 durch eine 40er-Kurve ist meistens so semi-gut. Ich muss sagen, ich habe gerade gehabt, ich bin haarscharf an der Polizeikontrolle vorbeigerauscht. Krass. Also schön mit den... Warum mit dem Tunnel-Sound quasi, mit dem Echo? Bist du jetzt echt wieder recht hinter mir oder? Bist du es ja? Ja, geht so. So, und jetzt wieder auf die 80. Oh, 83 in diesem Fall, jetzt geht's. Jetzt sind wir gleich bei der West. Ach, es ist schon. Es wäre auch natürlich schade, den Tempomat einzuschalten. Ne? Also. Wäre smart. Ich habe meinen, glaube ich, gerade auf 81. Können wir jetzt höher schalten, ganz vergessen. Leer West. Ich habe das ja zwischen den Folgen eingestellt. Vorsicht, Börsenwitz. Weißt du, wie man das dann nennt, wenn man wenn man in Leer was verkauft? Das ist dann ein Leerverkauf. Okay, ja. Es ist, glaube ich, irgendwas mit Aktien. Ich habe doch keine Ahnung. Ich mache nur die blöden Witze. Aber dafür mit Herz. Ja, genau. Blöde Witze mit Herz. Wie jeder zweite YouTuber irgendwie in seinem Banner stehen hat. Let's Plays mit Herz. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war mal zeitweise so, dass es relativ viele stehen hatten. Wo ich mir gedacht habe, ja, wäre auch doof, wenn du es nur wegen Geld oder nur total unmotiviert machst. Ohne dabei zu sein, motiviert zu sein. Mit Leidenschaft, keine Ahnung. So, ja. Willkommen an der Grenze. Das sind halt so die schön klingenden Dinger halt, ne? Ja, ist mir schon klar. Wenn das irgendwie jeder Zweite schreibt, dann denkst du dir auch so, ja. So. Hat Niederlande schon ein Rebranding bekommen eigentlich? Oder soll es kommen oder so? Wo ich mich jetzt gerade hier so aufhöre, dass wir glaube ich doch auf den alten... Nee, okay. Aber meinen wir neue Prefabs. Neue Road Textures. Ich weiß nicht, ob die ganz aktualisiert wurden. Wie gesagt, ich habe ETS kaum gespielt in bestimmt letzten anderthalb Jahren oder so. Deswegen, ich bin bei ETS, was ETS angeht, wirklich nicht auf dem Laufenden. Dafür bei hier Dings, Trains World. Ja, da bin ich voll auf dem Laufenden. Da gucke ich auch mal die Skills und so. Das war auch ein kleiner Ruckler gerade, schön. Ja, Tastaturfahren ist halt nur so ein bisschen, ne? Controller kann man ein bisschen feiner kontrollieren. So. Ist ja auch ein Controller. Der ist zum Kontrollieren da. Stimmt. Was ist denn hier rechts? Wetterstation? Da, sitzt da jemand? Meine Adlaugen kotzen sich erspähen. Was ist das? Da sitzt doch jemand drauf, oder? Ja, also wenn du es rechts meintest, dann war das ein
Mannequin, also ein inszeniert. Also eine Skulptur. Okay. Welcome to Groningen. Aber das ist, glaube ich, noch alt, wo wir gerade in Groningen sind. Ja, das ist alt. Das sieht man ja an der Straßentextur und an dem Prefab. Kann man auch links abbiegen? Ey! Aber da hatte ich doch wohl eindeutig Vorfahrt, Kollege. Tatsächlich. Wir sind auf einer Vorfahrtstraße. Ja. Ich hab auf der Kreuz, ich hab ja angehalten, weil ich dachte, was macht der da? Und er ist auf mich reingefahren. Was soll er machen? Das ist ja nett. Hm. Er wollte doch auch nur umarmen. Ja, genau. Und dann laden wir mal hier bei Orgulis ab. Du musst vermutlich. Ich hab keine Ahnung. Du musst ganz hinten durch nach A. Da hinten. Eure Akris. Irgendwas mit A. Also mit A. Oh. Du bist dann wahrscheinlich in die Stadt schon reingefahren, ne? Ja, ich bin schon in der Stadt drin. So, wie lange haben wir denn jetzt? Ich würde sagen, wollen wir es diesmal wie. Ich glaube, wenn wir jetzt noch einen Auftrag machen, wird es, glaube ich, zu lang, oder? Ja, denke ich auch. Halbe Stunde, 30, 37 Minuten, dann passt schon. Lässt du mich vor? Dankeschön. So. Wunderschöne Sonnenblumenfelder. Ganz deine Meinung, ich sehe sie zwar nicht, aber ja. Ja gut, findest du den ETS halt auch an jeder zweiten Ecke. Ja, stimmt schon. Das ist wohl wahr. Guck mal, hier laufen die Hühnchen da sogar rum. War das schon immer so? Auf der Farm, dass die Hühnchen da rumgelaufen sind? Weiß ich nicht. Bin ich gerade zu blöd, die gerade in diesen komischen. Doch, geht. Ich mache ja nicht mal das komplizierte Einparken. Vielleicht nächste Folge oder so. Mal gucken, ich werde es mir mal überlegen. So, was sagt der Kontostand? Der sagt. Lad auch mal ab. Was sagt er? Ich hatte irgendwie 20.000 habe ich jetzt auf dem Konto. Krass. Ich bin bei 18,3. Ja, müssen wir noch fahren, bis wir selber beim LKW kriegen, ne? Naja. Vielleicht ja, nehmen wir auch irgendwann Kredit auf. Ja, genau. Gucken wir mal. Könnt ihr ja sagen, wie ihr es besser findet, ob wir das so schnell es geht, unseren eigenen LKW holen sollen, um den möglichst gleich lackieren zu können, oder ob wir einfach freie Schnauze weiterfahren sollen. Genau, schreibt das mal in die Kommentare, das wäre ganz gut. Und wie euch das Ganze hier gefällt mit dem Konvoi-Fahren, ich bin auch angekommen, ja. Sehr gut. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Erzähl weiter. Genau, wie euch die Konvoi-Fahrten hier so gefallen, Sonntagsfahrerformat, oder ob wir das vielleicht sogar noch gesondert von Sonntagsfahrerformat machen sollen. Genau, so häufiger können wir es gerne auch machen. Mir macht das persönlich sehr, sehr viel Spaß, hier so zusammen zu fahren. Weil man vor allem KI-Verkehr hat und so, das ist eine ganz andere Atmo als auf dem Online-Server. Ne? Das stimmt. Okay. Der Mo ist echt anders. Ja, vor allem ist es halt so zu zweit, das ist halt chillig, weißt du? Hast du nicht noch irgendwelche Leute drauf? Passt schon. Ja, gut, dann würde ich sagen. Ja. Ist ja auch nur maximiert bis 8. Aktuell soll ja noch irgendwann mal erweitert werden, aber sehen wir dann ja. Also, ja. Ich glaube, das ist ja wirklich nur so ein Ding, wo irgendwie 3-4 Leute so miteinander fahren. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge vielleicht wieder. Hoffentlich. Macht's gut.
Und tschüss, schaut doch mal bei dem Seidenspinner rein. Macht's oder gut. Beim Labern. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.